Na gut, dann probieren wir jetzt mal den Telekinese-Zauber aus. Hoffentlich haben wir davon ein paar mehr. Oh, und wir haben nicht genug Mana. Na gut. Mana-Tränke haben wir aber hoffentlich noch. Oder haben wir die alle verkauft? Nee, nee, wir haben noch jede Menge davon. Gut, gut. So. Jetzt Telekinese-Rolle. 5 Stück. Oh. Wir sind gar nicht in der Lage, den Spruch zu sprechen. Das ist natürlich wesentlich ärgerlicher. Okay. Dann springen wir da jetzt einfach rüber. Hey, das tat zwar weh, aber es hat geklappt. Gut, gut. Ah, Telekinese, Magie, wer braucht das schon, wenn man weit springen kann? Genau. Ist hier oben noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht. Autsch. Das sah nicht wirklich wie abgerollt aus, eher wie auf den Po gefallen. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Ja, ganz bestimmt, denn Lester hat ja überall seine Finger drin. Aber schön. Es hat sich doch gelohnt, dass wir die Akrobatik gelernt haben. Wir haben ein paar Spruchrollen, die wir nicht benutzen können. Und wir können zum nächsten Punkt gehen. Der wäre nicht im Osten, denn da wissen wir auf jeden Fall, dass wir den Stein schon haben. Sondern der im Nordosten. Genau, also der im Osten, den haben wir von dem einen Novizen abgenommen, Korkalom gegeben und dann Korkalom abgenommen, um ihn dann Satuas zu geben. Das heißt, wir müssen jetzt einmal ganz nach Norden. Wie geht das am besten? Wir folgen einem der Flüsse, würde ich sagen. Also erstmal müssen wir jetzt hier wieder runter. Und dann beim Turm rum und dann schauen wir mal, welchen Fluss wir nehmen. Der eine Fluss führt hier Richtung Sumpflager. Da müssten wir dann irgendwann links abbiegen, bevor wir zum Sumpflager kommen. Und der andere führt am alten Lager vorbei. Und ich bin auf die gekommen, den Flüssen zu folgen, denn wir haben ja immer noch den Hinweis, dass irgendwo auf einer kleinen Insel in so einem Fluss wahrscheinlich das nächste Buch versteckt ist. So, könnten wir eigentlich hier runterspringen? Welcher Fluss ist das? Das wäre der Fluss Richtung Sumpflager. Ne, den wollen wir nicht, wir wollen den anderen Fluss. Der wäre dann bei dem umgestürzten Turm. Also irgendwo in die Richtung hier, glaube ich. Also ja, ich wollte nicht über den ganzen Weg schwimmen, aber einen wirklichen direkten Weg am Fluss lang gibt es, glaube ich, soweit nicht. Aber soweit ist die Fokussuche ja recht entspannt gewesen. Also zwei hatten wir ja eh schon in der Tasche. Einen hatten wir direkt Satuas abgegeben, also hatten wir schon mal drei. Jetzt hier den vierten. Boah. Hätte schwieriger sein können. So, nicht in die Richtung guckend, sondern da lang. Oh oh. Ja, also eigentlich müssten wir da den Wasserfall runter. Aber ich glaube, wir gehen lieber den vorsichtigen Weg. Hm? Denn so ein Wasserfall mit großen Steinen im Fluss ist nicht gerade so bekömmlich. Da unten war die eine Höhle. Wir wollen aber nicht zur Höhle, wir wollen den Weg runterfinden. Das sieht doch wie ein Weg aus. Auch wenn das Ganze dadurch jetzt wesentlich länger dauert, weil wir den ganzen Berg immer zickzack runterlaufen müssen. Aber besser als sterben. Hm? So, und da im Nordosten ist jetzt die eine Ruine, wo wir uns zu der Fleischwanze verwandeln mussten, um reinzukommen. Haben wir da einen Fokusstein gefunden oder nicht? Da drin war eine Ruine mit einem... mit einer riesigen Ork-Statue. Ein paar Truhen. Was war da noch? Hm.
Na gut, Schaden tut's so oder so nicht, denn die meisten Ruinen scheinen ja recht schnell wieder bevölkert zu werden. Und das ist alles gute Erfahrung. Also gucken wir da einfach mal vorbei. So, da wollen wir jetzt nicht runterspringen, sondern wir gehen den Weg lang. Obwohl, können wir die einfach auch querfeld einlaufen? Also wir müssen ja eigentlich nur am alten Lager vorbei. Und dann weiter nach Norden. Also ja, dann können wir den Fluss doch ignorieren. Ja, dadurch finden wir vielleicht den Hinweis nicht, aber wir finden schnell den Fokusstein. Und wenn wir es schaffen, die Barriere zu sprengen, haben wir noch unser ganzes Leben lang Zeit, die Sachen zu finden. Auch wenn ein neues Schwert ganz schick wäre. Obwohl unser jetziges ist doch eigentlich schon sehr gut. Also was wollen wir denn noch? Eine schwere Rüstung wäre toll. Aber die kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir die Fokussteine abgeliefert haben. Eine Waffe haben wir auch eine ordentliche. Wir haben mehr als genug Heiltränke. Also wir können uns echt nicht beklagen. So. Hier ist der eine Fluss. Da hinten geht es Richtung Sumpflager. Ja, ich glaube schon. Dann schauen wir doch mal. Einfach nur so ein bisschen Augen offen halten. Vielleicht stolpern wir hier drüber. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber, wenn das nur eine kleine Insel sein soll, mitten in einem Fluss, wo ist denn das Buch? Wahrscheinlich in der Schatzkiste oder so. Das heißt, die Insel müsste schon einen Ticken größer sein, denn sonst würde der ganze Sand irgendwann weggespült werden. Da steht einfach nur eine Schatzkiste mitten im Wasser. Ja. Ich glaube, der Fluss ist dafür ein bisschen zu schmal. Also hier drin eine kleine Insel wäre ja winzig. Ne. Hier ist der bestimmt nicht drin. Aber da scheint es größer zu werden. Ne, es verzweigt sich nur. Oh, Snapper. Ja, der sieht uns schon. Na, komm her. Hey, ganz ruhig. So. Eure Krallen und Zähne nehmen wir schön mit. Denn wir haben fast nichts mehr zum Tauschen. Also, außer unsere Unmengen an Erzbrocken. Aber die wollen wir ja eigentlich behalten. Da ist noch ein Scavenger, aber wir brauchen weder die Erfahrung von einem Scavenger noch das bisschen Fleisch. Das muss nicht unbedingt sein. Aber die Blutfliegen nehmen wir mit. Denn die haben jede Menge Flügel und die Stacheln sind ja auch gut was wert. Das lassen wir uns denn doch nicht entgehen. Schade, dass man die Scavenger nicht häuten kann. Da hätten wir am Anfang sehr viel Geld mitmachen können. So viele, wie wir davon umgebracht haben, das waren ja ganze Herden von den Viechern. Hoffentlich ist das Tor noch oben. Aber schaut gut aus. Weil bei so einer alten Ruine hätte es ja gut sein können, dass es wieder runterrasselt. Und da hätten wir uns schon wieder in so eine Schabe verwandeln müssen. Was ja nicht unbedingt eine sehr angenehme Erfahrung war. Habe ich da gerade Gorn gesehen? Huh, okay. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Was für ein Zufall. Was führt dich denn hierher? Oh, ich versuche einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay.
Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit, ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Ja, also die Höhle da unten und die Schlucht, die hatten wir ja schon vor einer ganzen Weile gesäubert. Und anscheinend haben wir wirklich hier den Fokus gefunden. Na, kommst doch hinterher. Nee, nicht wirklich. Gorn, was machst du da? Genau, schön entlang der Schlucht, nicht runterspringen und da über den Baum. Oh oh. Hält ja echt was aus, der Kerl. Aber so hatte er das wohl nicht geplant. Kommst du wieder hoch? Komm. Na gut, schauen wir uns erstmal da drin kurz um. Er scheint wohl keinen Bock mehr zu haben, hier wieder hochzulaufen. Und danach können wir ihn nochmal ansprechen. Also den Fokus hatten wir wohl gefunden. Ah, wow. Was passiert denn da? Gorn? Wo kommst du denn her? Du bist ein sehr, sehr schneller Typ. Hallo. Auf in den Kampf. Ja, hallo. Na gut, das hinterfragen wir mal nicht. Er sucht hier immer noch sein Amulett. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Na gut, ja, das war definitiv ein komisches Tier, wenn das denn wirklich ein Tier ist. Sieht aus wie ein bisschen stärkerer Ork. Aber na gut, Gorn ist wohl hier wieder irgendwie ganz schön hochgekommen. Das Biest haben wir erledigt und er will sein Amulett wohl doch nicht haben. Warum auch immer. Aber wir wissen, wir haben hier den Fokusstein gefunden und das reicht uns. Also müssen wir jetzt nur noch zu dem Platz im Nordwesten. Der am Anfang schon suspekt war, weil er so nah an unserem Startpunkt war. Und da wird dann wohl der letzte Fokusstein sein. Schön, schön. Ups, und jetzt wieder über den Baum rüber. Und wir sollten da ein wenig vorsichtiger sein, denn so viel aushalten wie Gorn tun wir bestimmt nicht. So, dann gehen wir einfach mal hier am Fluss lang, in der Hoffnung, doch noch irgendwo eine kleine Insel zu finden. Das könnte gemeint sein. Da ist der Fluss, er teilt sich und dahinter geht er wieder zusammen. Nur, wo finden wir hier eine Kiste? Wir haben keine Schaufel oder dergleichen dabei. Und selbst wenn wir den ganzen Strand hier umgraben, das dauert ja ewig. Was ist das da? Mitten auf dem Sand ein altes Buch. Na gut, dann muss dieses Rätsel doch nicht so alt sein, sonst wäre das ja schon längst von jemandem geklaut worden oder weggespült oder dergleichen. Ich habe das Buch gefunden. Na, schauen wir mal, was hier drin steht.
O ihr Götter der alten Zeiten, kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig, solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren durch ein kleines Wort des Schwankens. Der kluge Fischer versucht sein Glück, auch mal auf der anderen Seite des Sees. Das ist unser Hinweis. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Welcher See? Also, der Turm, wo das Ganze angefangen hat, ist östlich von uns. Da ging es ja runter in so eine Kaverne mit einem Zugang zum Meer. Hier im Norden ist ein kleiner See, aber das ist nur, weil der König seine Sachen da deponiert. Das ist wahrscheinlich nur irgendwelches Wasser von der Mine. Ein wirklicher See ist was anderes. Ein wirklicher See wäre das im neuen Lager, ganz im Westen. Aber wenn das Rätsel sagt, auf der anderen Seite, dann müssen wir ja von der einen Seite wissen. Das ist jetzt komisch. Aber gut, speichern wir es mal ab. LP 57.